Am 9. Mai 2014 konnte die erste Paarung beobachtet werden, nachdem Megatron am 30. April zu Bumblebee gesetzt wurde. Am 31. Oktober 2014 verweigerte Bumblebee zum ersten Mal die Nahrung. Megatron wurde Mitte August aus dem Terrarium entnommen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die beiden Baumpythons mehr als 20 Mal kopuliert. Am 25. November 2014 erfolgte die Ablage von 21 Eiern. Aus diesen schlüpften nach 54 Tagen zwischen dem 16. und 18. Januar 2015 18 Neonaten. Fünf Tage nachdem Bumblebee die Häutung vor der Eiablage hinter sich gebracht hatte, wurde die Ablagebox eingebracht, die sie vier Tage vor der Eiablage bezog. Mit der Morgendämmerung begann die Eiablage. Die Aufnahmen wurden ab 8 Uhr gestartet. Die Eier wurden in unterschiedlichen Zeitintervallen abgelegt. Gut zu sehen ist die Muskelkontraktion des Körpers, mit der die Ablage eines jeden Eies eingeleitet wurde. Es sollten mehr als 8 Stunden vergehen, bis die 21 Eier den Körper verlassen hatten.
Gegen 16 Uhr wurde die Ablagebox aus dem Terrarium genommen, hoffend, dass alle Eier abgelegt wurden. Die Öffnung wurde mit einem nassen Waschlappen abgedeckt. Bumblebee schien man die Strapazen der Eiablage nicht anzumerken und sie wirkte äußerst gereizt und bereit, ihr Gelege vehement zu verteidigen. Eigentlich sollte das nasse Tuch dazu dienen, das aggressive Tier sicher mit dem Schlangengriff zu greifen und ohne Verletzung in das Terrarium zurückzusetzen. Es war das erste Mal, dass dieses versucht wurde und entsprechend verlief dieses Unterfangen. Trotzdem, Bumblebee hat die Prozedur wohlbehalten überstanden. Endlich uneingeschränkter Zugang zu den Eiern. Ein jedes Ei wird mit einer Schierlampe durchleuchtet. So wird überprüft, ob das Ei feine Äderchen enthält, die gebündelt vom Embryo in den Dotter verlaufen. Ein gutes Zeichen für ein befruchtetes Ei. Gleichzeitig wird die Lage des als schwarzen Fleck sichtbaren Embryos ermittelt. Auf diese Position wird die Nummer des Eies mit einem lebensmittelechten Stift geschrieben. Dann wird das Ei in dieser Position in die Brutbox gelegt. Beim ersten Aufzuchtversuch habe ich die Eier in zwei Brutboxen aufgeteilt. Eine gefüllt mit Vermiculit und die andere mit Wasser. Viele Eier sind miteinander verklebt und müssen vorsichtig voneinander abgerollt werden, um eine Beschädigung der Eihülle zu vermeiden. Der Inkubator selbst ist aus Styropor gefertigt und hat sich seit vielen Jahren schon in der Bebrütung von anderen Reptilieneiern bewährt. Nach 5 Tagen wurde das Wasser aus der einen Brutbox auch gegen Vermiculit ausgetauscht. Die Eier in der Vermiculit-Brutbox sahen schlicht viel besser aus. Ab Tag 10 fiel Nummer 3 auf. Die
Dieses Ei wurde durchleuchtet und vorsichtshalber fernab der anderen Eier weiter inkubiert. Es sollte am nächsten Tag verpilzen und schließlich absterben. Am 54. Tag der Inkubation begannen die Neonaten mit dem Öffnen der Eier. Insgesamt erblickten 18 Neonaten das Licht der Welt. Einer verließ sein Ei nicht. Aus Sorge um das Wohlergehen der Kleinen wurde ab diesem Zeitpunkt auf weitere Videoaufnahmen verzichtet. Heute weiß ich, dass die Sorge unbegründet war. Ein künftiges Gelege wird ab diesem Zeitpunkt entsprechend begleitet werden. In einem nächsten Film werden die nun 11 Monate alten Holdbacks vorgestellt.